berichtet Ines Trams. Las Vegas leuchtet. Stadt der Träume und der glitzernden Versprechen. Vegas steht für Glamour und Gewinn, das schnelle Geld. Alles ist hier möglich, so scheint es. Doch im Schatten der Skyline wohnen statt Optimismus Angst und Unsicherheit. Auch Roger und Shannon sorgen sich. Das Geld langt nicht. Die zweite Monatshälfte immer wieder ein Kampf. Erst recht, wenn Unerwartetes passiert, wenn wie jetzt die Brille gestohlen wird. Da hatten wir dann eine 300-Dollar-Rechnung Mitte dieses Monats. Seither leben wir von Instant-Nudelsuppe für 10 Cent den Beutel. Der Druck ist immens. Seine Studiengebühren muss Chiropraktiker Roger abzahlen. $330.000 für das Biologiestudium. Seit 6 Wochen ist nun auch Töchterchen Leonore da. Für Sozialleistungen verdienen sie zu viel. Doch nicht einmal eine Krankenversicherung können sie sich leisten. Aber selbst wenn wir versichert wären, dann könnten wir die Selbstbeteiligung nicht aufbringen. Genauso wenig wie die $10 oder $20 für die Medikamente, die sie haben müsste. Ich wache manchmal morgens um 4 auf mit rasendem Puls. Und mein Gehirn versucht dann Lösungen aufzutun. Aber es gibt keine Lösungen. Du drehst dich einfach immer weiter im Kreis. Shannon will Physiotherapeutin werden. Roger zahlt ihre Abendschule. Doch als freier Chiropraktiker, der seine Patienten zu Hause behandelt, bekommt er heute von den Krankenversicherungen nur ein Zehntel dessen, was früher drin war. Auch der Nebenjob als College-Dozent bringt nur $33 die Lehrstunde ohne Vor- und Nachbereitung. Ich glaube, niemand, weder die ganz Armen noch die ganz Reichen, glauben inzwischen noch daran, dass harte Arbeit zum Erfolg führt. Die Immobilienkrise in Las Vegas bis heute schmerzhaft spürbar. Zwangsversteigerte, hastig verlassene Häuser. Die Mittelschicht rutscht ab in die Armut, besonders hier. Der Tourismus erholt sich nur langsam, die Arbeitslosenrate in Vegas höher als anderswo. Ihre Schulden werden Roger und Shannon noch Jahrzehnte begleiten, vielleicht gar für immer. Doch sie haben ihn noch, den American Dream, ihren amerikanischen Traum. Eine Wellnesspraxis wollen sie eröffnen in einem Hotel, das hier gebaut wird. Furcht zu scheitern haben sie nicht. Nein, nicht wirklich. Du musst doch nur wissen, wenn dieser Plan nicht funktioniert, dann versuchst du den nächsten Plan. Durchhalten kann Roger. Gegen den Willen seines Vaters, eines Eisenbahners, hat er studiert. Nun baut er ihr Zuhause auf. Die Loggia steht schon in all dem Staub. Kümmern würden die Probleme der Mittelschichten niemand, meint er, erst recht keinen Politiker. Von ihm, dem weißen Akademiker mit Haus und Auto, erwartet doch jeder, dass er zufrieden sei. Der Kampf der Mittelschicht ist langweilig für all die, die nicht Mittelschicht sind. Er ist nicht aufregend, macht keine Schlagzeilen. Unser Kampf bringt niemanden auf die Barrikaden. Niemand wird eine Kampagne zugunsten der Mittelschicht organisieren. Und ich? Mache ich wirklich genug für meine Tochter? Fragt Shannon sich manchmal. Sollte ich nicht Moral und Selbstachtung zurückstellen und hier in Vegas einen Schritt weitergehen? Ich habe Freundinnen, die sind Stripperinnen. Für 4 Stunden gibt's $1,000, dafür muss ich einen ganzen Monat arbeiten. Aber will ich das? Ich weiß es nicht. Körperlich könnte ich sicherlich strippen gehen. Und wer weiß, vielleicht komme ich an einen Punkt, wo ich genau das machen muss. Ihre Hoffnung, sagen Shannon und Roger, wollen sie nie verlieren. Auch wenn es derzeit schwerfällt, ihren Glauben, dass ihre Zukunft besser aussieht, wollen sie nicht aufgeben. Noch nicht. Zurück in Albuquerque, wo man heute schon einen Blick in Amerikas Zukunft werfen kann. Im Jahr 2044 werden die weißen Amerikaner in der Minderheit sein. Hier ist das heute schon der Fall. Weiß sind nur noch 40% der Einwohner, 49% sind Latinos. Die Einwanderer aus dem Süden beherrschen mit ihren scharfen Schoten nicht nur die Gastronomie, sie sind landesweit längst schon eine politische Macht. Besonders hoch ist der Anteil der Latino-Wähler im Südwesten. 28% in Kalifornien und in Texas.
Und hier in Neu-Mexiko sind es sogar 40%. Landesweit liegt der Anteil der Latino-Wähler bei 12%. Doch so sehr sie auch Teil der amerikanischen Kultur ist, auch in den USA ist Einwanderung ein Reizthema geworden. Schon Goethe sagte, Amerika, du hast es besser. Auf jeden Fall bunter, ein Einwanderungsland. Bis 1970 dominierten Europäer, 2000 waren es nur noch 15%. Weit hinter Asien und Lateinamerika. Heute kommen legal pro Jahr mehr als 1 Million Menschen. Dazu 1,5 Millionen Illegale, vor allem aus Mexiko und Mittelamerika. In 30 Jahren soll ein Viertel der Amerikaner hispanische Wurzeln haben und Spanisch sprechen. Das macht nicht wenigen Amerikanern Angst. Clinton will die schrittweise Einbürgerung der 12 Millionen Illegalen deportieren, will sie nur Kriminelle. Trump will Illegale aus- und Moslems zurückweisen und eine Mauer bauen, die Mexiko bezahlen soll. Eine Mauer hätte Carlos und Sully sicherlich nicht aufgehalten. Sie kamen vor 16 Jahren mit einem Touristenvisum und sind geblieben. Um Geld zu verdienen und weil in ihrer Heimatstadt Juarez die Drogenmafia regiert. Ganz am Ende der Straße, weit draußen vor Albuquerque, haben sie sich ein Stück Land gekauft. Ihre Söhne sind hier geboren und somit Amerikaner. Die Eltern aber sind nur geduldet. Sollten sie ausreisen, dann würde ihnen die Rückkehr verweigert. Sie sind gefangen in ihrem amerikanischen Traum. Es ist einfach der Traum aller Eltern, ein Haus zu haben und etwas Schönes, das man mit der Familie teilen kann. Ich weiß nicht, warum das unbedingt der amerikanische Traum sein soll. Wenn es nach Trump und seinen Anhängern ginge, würden die beiden sofort ausgewiesen. Aber davor ist Sully nicht bange. Denn sie werden hier ja gebraucht, sagen sie. Natürlich werden wir hier gebraucht. Sonst müssten sie ja selbst das Essen von den Feldern ernten. Das tun wir. Und wir arbeiten in ihren Hotels und Supermärkten. Die ganze schlecht bezahlte, harte Arbeit bleibt für uns. Das ist doch die Realität. Lots of jobs. All the hard work. Yeah. And low pay. Und auch das ist die Realität. Auf dem Weg nach Süden wächst irgendwo unvermittelt ein rostfarbenes Gitter 5 Meter in die Höhe. Als wollte man sich vor einem Ungetüm vom Schlage King Kongs schützen. Unglaublich, es klettern immer wieder Leute drüber. Man sieht die Handabdrücke da oben. Aber es sind nicht nur illegale Einwanderer, es rüttelt tatsächlich auch eine gefährliche Bestie an diesem Zaun, die Drogenmafia. Sie packen Bündel aus Amphetaminen, Kokain und Heroin und schleudern sie hier drüben in die Büsche. Da sammeln ihre Komplizen es dann ein. Drüben auf dem Dach 2 Gestalten, die alles beobachten, das sind die Späher der Gangs. Und die stehen per Handy in Kontakt mit den Leuten am Boden. Und wenn wir kommen, sagen sie denen, Vorsicht, geht in Deckung, die Patrouille kommt. Wenn wir weg sind, geben sie Entwarnung. So oder so, nicht alle kommen durch. Dieser arme Teufel geht den Beamten in die Hände, bevor er die nächstgrößere Stadt erreichen kann. Einmal dort tauchen die Illegalen unter und sind nicht mehr zu stoppen, sagen die Grenzschützer. Tag für Tag ist es ein Katz-und-Maus-Spiel an der etwa 3000 Kilometer langen Grenze zwischen Mexiko und den USA. Und das Thema illegale Einwanderung ist ein großes politisches Thema, auch im fernen Washington. Ich komme zurück in eine Stadt, die 4 Jahre lang auch mein Zuhause war. Als Korrespondent habe ich für das ZDF aus Washington berichtet. Der Präsident hieß damals noch George W. Bush, aber dann schaffte ein junger Senator aus Chicago den Sprung ins Weiße Haus.
Bald geht die zweite Amtszeit von Präsident Obama zu Ende. Eine dritte verbietet die Verfassung. Was ist eigentlich übrig geblieben von der Aufbruchsstimmung, der Hoffnung auf Wandel und Versöhnung? Seine Obama-Bilanz fällt gemischt aus, meint unser Mann in Washington, mein Kollege Ulf Röller. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Vor allem, wenn man sich an die Euphorie der Wahlnacht von 2008 zurückerinnert. Ist fast wie eine andere Zeit. Der Präsident voller Hoffnung, das Land voller Hoffnung, das Land auch mit sich versöhnt, die Wunde des Rassismus irgendwie geheilt. Jetzt ist er älter, grauer, auch wahrscheinlich desillusioniert, bisschen wie das Land. Ich war da auf dem Hotel gegenüber vom Weißen Haus und haben die ganze Nacht durch berichtet. Da war eine Wahnsinnsatmosphäre. Also man konnte das greifen. Die Leute sind in offenen Autos durch die Straßen gefahren. Es war November und kalt. Und das war eine Atmosphäre, als hätten sie gerade die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Wie ist eigentlich deine Bilanz nach diesen 6, 7 Jahren, die du es beobachtet hast? Ich glaube, innenpolitisch bin ich, glaube ich, sehr milde zu Obama. Er hat mit der Gesundheitsreform, die nach wie vor sehr unbeliebt ist, eine Sozialversicherung eingeführt. Das ist eine große Leistung und er hat dafür einen hohen politischen Preis bezahlt. Nämlich die Republikaner sind Sturm gelaufen, er hat seine Mehrheit im Kongress verloren. Und eigentlich war das die Initialzündung für die Spaltung des Landes. Ja. Außenpolitisch, glaube ich, ist er eigentlich ein Gescheiterter und vielleicht, weil er es zu gut gemeint hat. Er wollte auf alle Fälle, du hast es ja noch erlebt, auf alle Fälle nicht George Bush sein. Und vielleicht war auch dieser Friedensnobelpreis, du hast es auch da erlebt, das war verfrüht, oder? Absolut. Das war ein Wechsel auf die Zukunft, das hat hier im Lande niemand verstanden. Jetzt werden eine Wohnung und ein Arbeitszimmer frei in der Pennsylvania Avenue Nummer 1600. Und unter den vielen Touristen am Weißen Haus sind auch einige Amerikaner, die mitbestimmen dürfen, wer am Ende hier einzieht. Donald Trump ist vermutlich der schlimmste Typ, den ich im Leben je gesehen habe. Hillary ist auch nicht so toll, aber sie würde es besser machen als Trump. Ich denke, ich werde wohl nicht Mr. Trump wählen. Trump ist kein professioneller Politiker und genau darum wähle ich ihn. Er bringt die Wende. Das brauchen wir. Ich wollte Bernie Sanders. Ich wähle sicher keinen von diesen beiden. Fest steht, dass dies ein einmaliger Wahlkampf ist. Noch nie sind zwei Kandidaten gegeneinander angetreten, die so unbeliebt sind. Gerade mal 9% der Wähler hätten überhaupt einen der beiden nominiert. Nur 34% halten Frau Clinton für ehrlich und vertrauenswürdig und nur 36% sagen das über Donald Trump. Das sind unterirdische Werte. Bevor es vergeben ist, scheint das hohe Amt schon beschädigt und auch die politische Kultur. Noch einmal Ulf Röller. Amerika, die stolze Nation, schaut einem Duell zu, das sie am politischen System verzweifeln lässt. Statt Argumenten fliegen Fäuste auf den Veranstaltungen. Die Schlacht um das Weiße Haus hat nichts von Hope, Hoffnung, mehr von Wut und Hass. Clinton, Trump, es ist die Wahl der Qual. So hart und schmutzig, so würdelos und voller Lügen war die Auseinandersetzung lange nicht mehr. Uncle Sam erschießt sich, stellvertretend für den schockierten Wähler, der die Schlammschlacht nicht erträgt. Donald Trumps Ideen sind nicht einfach nur ungewöhnlich, sie sind gefährlich. Sie sind eine Mischung aus bizarren Hasstiraden, persönlichen Ansichten und unverblümten Lügen. Hillary Clinton ist eine Opportunistin. Für sie sind die Minderheiten nur Stimmvieh. Sie sieht sie nicht als Menschen mit einem Recht auf eine bessere Zukunft. Es braucht nicht viel, die Seelenlage der Nation offenzulegen. Es reicht schon, die Pappkameraden der beiden Kandidaten auf die Reise zu schicken. Sie lügt, sobald sie ihre Lippen bewegt. Du gehörst ins Gefängnis, meine Liebe. Du bist der größte Fanatiker, den es je gab.
Trump hat Wut, Hass und Aggression zur politischen Strategie erhoben. Er hat ein Ventil in der Gesellschaft geöffnet. Sich offen rassistisch zu äußern, ist salonfähig geworden. Trump ist der Anführer einer entfesselten weißen Wählerschicht. Seine Anhänger sind vor allem männlich und kommen größtenteils aus der Arbeiterschaft, Opfer der Finanzkrise. Sie fürchten Einwanderer, Globalisierung und Muslime. Trump zeigt den Eliten den Stinkefinger. Seine Beleidigungen haben ihm die Kandidatur beschert. Der Milliardär will sich jetzt ins Weiße Haus mobben. Er gibt den Rächer der Schwachen. Wir werden wieder gewinnen. Wir werden so viele Siege erringen, dass ihr müde vom Siegen werdet. Clinton dagegen gibt die Beherrschte. Die jahrzehntelangen Kämpfe in der Politik haben ihr Gesicht zu einer Maske erstarren lassen. Sie knipst das Lächeln an, aber sie bleibt unnahbar. Sie will die Anwältin der kleinen Leute sein, ist aber der Liebling der Reichen und Mächtigen. Großbanken und Diktatoren haben ihr viel Geld gegeben. Millionen hat sie allein durch Reden verdient. Für viele ist Hillary Clinton eine Handlangerin der Wall Street. Also ich halte viele Reden, sage, was ich denke, beantworte Fragen. Aber $56,000 für eine Rede? Weiß nicht, aber das haben sie angeboten. Wie hat sich das Land verändert? Vor 8 Jahren war die Welt noch fasziniert von Amerikas Entscheidung. Die Nation war damals in sich und sein Präsidentenpaar verliebt. Diesmal schauen die meisten Amerikaner mit Sorge auf die Machtübergabe. Schon jetzt steht fest, keine Euphorie wird sie begleiten. Die oder der Neue zieht ohne Glanz ins Oval Office ein. Am Ende gewinnt, wer nicht in der Schlammschlacht untergeht. Schlammschlachten toben seit Jahren auch im Kongress. Kaum Resultate, immer nur Blockade. Das Volk fühlt sich verschaukelt von den Eliten. Auch von den Medien. 75% der Bürger glauben nur bedingt, was in der Zeitung steht. 20% vertrauen den lokalen Fernsehstationen. Und nur 19% der Befragten sprechen der Regierung das Vertrauen aus. Alarmierend sind auch die Zahlen für den Kongress, denn nur 23% der Amerikaner finden, dass ihr Parlament gute Arbeit macht. Die Politiker müssen um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen. Annette Hilsenbeck über Basisarbeit in Ohio. Was kann ich für Sie tun, Sir? Bill Johnson verkauft Gemüse, heute jedenfalls. Er ist republikanischer Kongressabgeordneter eines Bezirks in Ohio. Er kämpft um jede Stimme. Das Wichtigste, dem Wähler auf Augenhöhe begegnen, einer von ihnen sein. Und auf keinen Fall einer von denen aus Washington. Denen trauen sie hier nicht. Für mich sieht es so aus, als wollen die Regierenden die Menschen in Abhängigkeit halten, damit sie wiedergewählt werden, weil sie ja Sozialhilfe verteilen. Wir kriegen einfach nicht die Aufmerksamkeit, die uns zusteht. Dauernd werden Steuern erhöht und wir, die arbeitende Mittelschicht, sind es, die das alles bezahlen. Aber im Gegenzug kriegen wir keine Arbeitsplätze. Bill Johnson ist hier auf dem Land groß geworden und er wird nicht müde, das auch zu betonen. Ich bin der Kongressabgeordnete Bill Johnson. Oh ja, Sie kommen mir bekannt vor. Und ich bin ein Bauernjunge. Und Mann, ich weiß, wie man sowas anbaut. Das hier habe ich nicht selbst geerntet, das war Josh. Aber ich sage Ihnen, ich kenne mich damit aus. Und noch toller als Ernten ist natürlich Essen. Es hilft einfach, dass die Leute begreifen, dass ich von derselben Ackerscholle komme wie Sie. Bill Johnson ist oft 3 Wochen im Monat in Washington. Doch er will wiedergewählt werden, zum 3. Mal. In seinem Bezirk gibt es Stahlindustrie, Bergbau, Landwirtschaft, überall kriselt es. Und das ist in seiner Amtszeit nicht besser geworden. Dazu kämpft er gegen die Anti-Washington-Stimmung. Viele Menschen hier haben das Gefühl, nicht gehört zu werden und dass ihre Stimmen nicht zählen. Nur kann ich jedermanns Probleme lösen?
Und finden alle 720.000 Menschen hier alle meine Entscheidungen gut? Ganz sicher nicht. Und es ist doch unvermeidlich für jeden gewählten Volksvertreter. Eben bist du noch außenstehend, doch kaum bist du gewählt, giltst du als Teil des Systems und Teil des Problems. Stacy Heathcote lebt in Johnsons Wahlbezirk. Sie glaubt nicht, dass Washington ihre Probleme löst. Sie tut das jetzt selbst, schult zur Lkw-Fahrerin um. Das ist eigentlich ziemlich leicht. Wenn du das Prinzip begriffen hast. Stacy hat in der Personalabteilung einer Bergbaufirma gearbeitet. Vor einem Jahr wurde ihr gekündigt. Lkw-Fahren ist ein Knochenjob. Weil in den USA fast alles auf der Straße transportiert wird, werden immer Fahrer gesucht. Besser als arbeitslos zu sein, wie viele hier. Stacys Arbeitgeber hat inzwischen Tausende entlassen. Die Stahlwerke wurden geschlossen, dann die Kraftwerke und jetzt schließen sie die Kohlebergwerke. Und mein Vater war ein Stahlarbeiter. Mein Ex-Mann hat im Kraftwerk gearbeitet, mein Freund war Bergarbeiter. Sie sind alle enttäuscht von denen in Washington. Die kommen immer her und versprechen Jobs, Jobs und noch mehr Jobs. Und dann werden sie gewählt und absolut nichts passiert. Es wird sogar immer schlimmer, weil sie die Steuern erhöhen und die Firmen pleite gehen und so. Auf dem Weg zum nächsten Termin macht Bill Johnson Zwischenstopp. Auch hier gibt er sich als ländlicher Nachbar. Zwei Damen am Nebentisch kann er für eine Wahlveranstaltung gewinnen. Es war schön, Sie beide kennenzulernen. Kampf um jede Stimme. Bei den jungen Wählerinnen punktet er mit ländlichem Ohio-Tonfall. Und was geht bei euch so ab? Johnson grenzt sich gegen die in Washington ab, um genau dorthin gewählt zu werden. Stacy checkt derweil den LKW für die nächste Fahrt. Noch ein paar Fahrstunden, dann kann ich meine Prüfung ablegen. Und dann geht's wieder voran. Gerade hat sie das erste Jobangebot gekriegt. Ihrem Leben hat sie eine ganz neue, hoffnungsvolle Richtung gegeben. Stacy gibt Gas. Auf die in Washington, sagt sie, kann sie dabei gut verzichten. Die tiefste Kluft im heutigen Amerika klafft zwischen Schwarz und Weiß. Abraham Lincoln, dem dieser Bau in Washington gewidmet ist, hat die Sklaverei beendet. Die Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre hat die Rassentrennung überwunden. Doch ausgerechnet unter dem ersten schwarzen Präsidenten keimte der Rassismus mit Gewalt wieder auf. 88% der schwarzen Bevölkerung sehen sich noch immer benachteiligt. Vor allem von der Polizei und den Gerichten, von Kreditgebern und am Arbeitsplatz oder in Geschäften und Restaurants. I have a dream. Vor ziemlich genau 53 Jahren, am 28. August 1963, verlangte der Bürgerrechtler Martin Luther King genau hier an dieser Stelle, dass Schwarz und Weiß endlich Brüder sein sollten. Das ist bis heute ein Traum geblieben. I have a dream. Martin Luther King wäre sicher bitter enttäuscht. 46 Millionen Afroamerikaner, das sind 14% der Gesamtbevölkerung. Aber 40% der Gefängnisinsassen und 55% aller Opfer von Schusswaffen. Ein Drittel lebt in Armut. Ihre Arbeitslosenzahl ist doppelt so hoch und ihre Löhne viel geringer. Bei Kontrollen werden sie dreimal häufiger durchsucht, in Handschellen gelegt, festgenommen als Weiße. Polizeigewalt und Willkür schaffen sozialen Sprengstoff. Clinton hat sich schon früh für Schwarze eingesetzt. Eine Justizreform soll Gleichheit schaffen. Das Waffenrecht will sie verschärfen. Schwarze Stimmen sind ihr zu 90% gewiss. Trump will Entwicklungshilfe einbehalten, Jobs schaffen und so die Rassenprobleme lösen. Auch er wirbt um Schwarze. Sein Argument? Wählt mich, was habt ihr denn zu verlieren? Er kann mit 1% rechnen.
Memphis, Tennessee, Heimat des Blues. Geburtsort des Rock'n'Roll nennt sich die Stadt am mächtigen Mississippi. Sie ist aber auch eine Metropole der Armut und Arbeitslosigkeit, des Verfalls und des Verbrechens. Memphis ist nach Detroit die gefährlichste Stadt in den USA. Die Kriminalitätsrate liegt hier 5-mal über dem Landesdurchschnitt. Und die Ecke, in der wir hier gerade sind, ist so eine Brutstätte gerade auch von Ganggewalt. Wir sehen das hier an den ganzen übermalten Zeichen, die es gegeben hat. Jetzt versucht man hier aufzuräumen, wie das in anderen Parts, in anderen Stellen von Memphis bereits gelungen ist. Officer Willard Tate ist ein Mann wie ein Bär. Und so einen braucht es wohl auch, um in dieser kaputten Gegend aufzuräumen. Es ist gefährliches Pflaster voller bedrückender Erinnerungen. Da drüben lag mein erstes Mordopfer. Hier auszusteigen wäre keine gute Idee. An jeder Ecke lungern Gruppen von Jugendlichen herum. Es gibt in Memphis, das zu 65% schwarz ist, 170 Gangs mit zusammen 9.100 Mitgliedern. Für $50 kann sich jeder eine Waffe kaufen. Doch Tate und sein Partner Lieutenant Curry fangen keine Gangster. Sie leisten, wie sie das nennen, Gemeindedienst. Wir wollen die Verbrechen stoppen, bevor sie begangen werden. Das ist die höchste Kunst der Polizeiarbeit und wohl auch die mühseligste. Die Kids hauen ab, sobald die beiden aussteigen. Aber dann erkennen sie, dass die Beamten nur reden wollen und kommen zurück. Leute, ihr müsst aufhören, euch gegenseitig umzubringen. Wenn man jemanden erschießt, dann kann man das nicht rückgängig machen. Denkt doch mal nach. Wenn die Kugel den Lauf verlässt, ist alles vorbei. Deshalb lasst eure Waffen daheim, sonst werdet ihr sie vielleicht mal benutzen. Bringt euch gar nicht erst in diese Lage. Ihr wichtigster Job, Vertrauen gewinnen. Denn das Vertrauen in die Polizei ist so gut wie zerstört. Darius war ein guter Junge. Immer nett und immer artig zu den Erwachsenen. Und niemals hatte er Ärger mit der Polizei, sagt seine Mutter. Er wurde 19 Jahre alt. In einer heißen Juli-Nacht 2015 geriet er in Memphis in eine Verkehrskontrolle und wurde erschossen. Von einem weißen Polizisten. In Notwehr, sagte der Beamte, aber das glaubt Mary Stewart nicht. Was war Ihr Sohn für ein Mensch? Kam er öfter in Schwierigkeiten? Er war davor noch nie festgenommen worden. Mein Sohn hatte immer die besten Noten in der Schule. Er träumte davon, aufs College zu gehen und Arzt zu werden. Der Traum wurde ihm in dieser Nacht gestohlen. Einem Kind wird das Leben gestohlen, weil seine Hautfarbe schwarz ist. Also Rassismus? Oh ja, das ist Rassismus. Anklage wurde nicht erhoben. Der Beamte, 23 Jahre alt, mit Bezügen früh pensioniert. Ein feiger Mord unter den Tisch gekehrt, sagt die Mutter. Das Wohnzimmer ist ein Schrein für ihren toten Jungen. Und Marys Wut und Trauer, auch mehr als ein Jahr später, noch unvermindert. Ich lebe seither jeden Tag wie in einem Albtraum. Wie soll man damit fertig werden? Diese Leute sagen, sie würden uns dienen und uns beschützen. Genau die aber bringen uns um. Diese Beamten sind da draußen und töten schwarze Menschen. Die haben ein Abzeichen und die Lizenz zum Töten. Sie missbrauchen ihre Macht. Das muss aufhören. Und es wird aufhören. Auf dem Spielplatz im Problemviertel zeigt Lieutenant Curry den Jungs, dass man den Begriff aufräumen durchaus wörtlich nehmen kann. Und das verstehen sie. Das sind die Momente, wo die Beamten spüren, es kann sich etwas ändern. Man muss sich nur bemühen. Unverrückbar allerdings scheint in diesem Land die Kluft zwischen Arm und Reich. Gier ist gut, sagt Gordon Gekko im Kino.
Die gierige Wall Street, die abgehängte Main Street, Big Business und kleiner Mann, dieser Riss ist kaum zu kitten. Das 1% der Superreichen scheffelt 58% der Einkommen. Und dieser Batzen ist seit 1979 um 138% gewachsen. Die kleinen Einkommen der großen Mehrheit aber nur um 15%. Das durchschnittliche Familieneinkommen liegt heute $4.000 unter dem vor 20 Jahren. Fast 47 Millionen leben unter der Armutsgrenze von $12.000 im Jahr. Die Reichen haben Steuerlücken, die Familien hohe Gesundheits- und Ausbildungskosten und zu viele Schulden. Hillary Clinton will für die kleinen Leute kämpfen. Reiche sollen zahlen, Schluss mit Steuerflucht, Eltern entlasten, Studiengebühren runter, Mindestlohn rauf. Milliardär Trump will den Steuerhöchstsatz 33%, bisher waren es 40. Die Gesundheitsreform will er kassieren. Den Mindestlohn am liebsten auch. New York war immer die Stadt der Extreme. Erfolg und Scheitern nah beieinander. Hier, wie überall im Land, geht die Schere der Einkommen immer weiter auseinander. Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Diesem Satz stimmen heute 73% der Amerikaner zu. Und doch ist das hier kein Land für Sozialneid. Denn 9 von 10 Amerikanern bewundern die, die es zu Reichtum bringen. Und doch ist die gut bewachte Hintergasse in Manhattan die bestgehasste Adresse im ganzen Land. Und ihr Name für viele nur noch ein Schimpfwort. Wenn Donald Trump seiner Rivalin schaden will, dann twittert er: Hillary Clinton ist Eigentum der Wall Street. 47% der Amerikaner meinen, dass die Börsenzocker der Wirtschaft schaden. Und das, obwohl 56% ihr Geld in Aktien anlegen. In Deutschland sind es nur knapp 15%. Der Mythos Wall Street ist verblasst, der Glanz des Geldes noch längst nicht. Die Krönung des Erfolgs, die Kirsche auf dem Kuchen, ist ein strandnahes Haus in den Hamptons, 3 Autostunden vor der Innenstadt. Baby, you're there. Am liebsten im Bezirk Sagaponeck. Das ist das teuerste Stück Land in den USA. Ach was, auf dem Planeten, sagt Joe Farrell, Bauunternehmer, und fährt mir voraus in sein Haus. Für 60 Millionen würde er es verkaufen. Man kann es auch mieten. Eine 500.000 für 2 Wochen. Beyoncé hat es mal gemietet, Madonna auch und Justin Bieber wollte es neulich haben, aber das ging gerade nicht. Und das musste sich Justin Bieber entgehen lassen. Wohnen unter dem Motto, Geld spielt keine Rolle. Mit seinen 53 Jahren hat Joe den Gipfel erreicht. Reich sein ist wunderbar, sagt er. Das hier ist die Bibliothek und mein Arbeitszimmer. Und hier drüben geht es weiter in unser Heimkino. Darin hat Beyoncé während ihres Aufenthalts vor ein paar Jahren ein Musikvideo gedreht. Im Keller die Bowlingbahn, im Kinderzimmer die Eisenbahn. Joes Luxusleben ist aber auch nicht frei von Luxusproblemen. Meine Frau und ich haben das Wohnzimmer leider im klassischen Stil einrichten lassen, aber das gefällt uns jetzt nicht mehr. Wir hätten es jetzt lieber modern. Man möchte meinen, in diesen Kreisen fällt die Wahl des nächsten Präsidenten gar nicht so schwer. Wählen eigentlich reiche Leute Trump? Nein, das stimmt nicht.
Das sehen Sie ganz falsch. Einige der reichsten Amerikaner sind Demokraten. Hillary Clinton sammelt fleißig Spenden hier in den Hamptons, auch an diesem Wochenende. Ich bin erfolgreich, egal wer an der Macht ist. Zurück in New York City zeigt mir die Fremdenführerin Catherine die neueste Attraktion der Stadt, Billionaire's Row. So this is Billionaire's Row. This is West 57th Street. An der 57. Straße wachsen die Türme der Superreichen in den Himmel. 80, 90 Millionen, der Rekord liegt derzeit bei 105 Millionen Dollar für eine Wohnung. New York war ja schon immer teuer, aber in Manhattan explodieren gerade die Preise und das wirkt sich auch auf die Nachbarbezirke aus. Die normalen Leute haben das Gefühl, dass sie aus ihrer Stadt vertrieben werden. Das Monopoly der Milliardäre hinterlässt Wut und Bitterkeit. Aber nicht alle wollen so leicht aufgeben, zeigt Johannes Hanow. Bronx, New York City, der ärmste Stadtteil dieser sonst so reichen Stadt. Hier leben die, die die Stadt ausspuckt, wenn sie downtown ihre Arbeit getan haben, die Illegalen, die Einwanderer, die Unterschicht. In der Webster Avenue sieht die Welt auf den ersten Blick noch ganz in Ordnung aus, aber auch nur auf den ersten. Hier lebt einer von denen, die sich nicht unterkriegen lassen wollen und jeden Tag ums Überleben kämpfen, um ihre Würde. Kirk Davidson ist Army-Veteran und Buchverkäufer. Ich teile mir diesen Raum mit einem anderen Veteranen. Dieses Zimmer? Ja, dieses Zimmer. Da drüben ist noch ein anderes. Aber der kommt nie raus. Aber das ist das Zimmer, das wir bewohnen. Zwei Leute, das ist reine Geldgier. Schaut euch das an, das ist doch ein Loch hier. Für 900 Dollar, so ein Loch. Dafür muss ich sehr viele Bücher verkaufen. 900 Dollar für geteilte knapp 10 Quadratmeter. Geschlafen wird in Schichten. Upper West Side, Broadway-Ecke, 72. Straße, eines der teuersten Viertel der Stadt. Seit 31 Jahren verkauft Kirk Davidson hier auf dem Gehweg gebrauchte Bücher, um sich über Wasser zu halten. Das sind im Grunde alles Spenden. Und dann gehe ich zu Haushaltsauflösungen und kaufe den Leuten Bücher ab, die sie loswerden wollen. 2 bis 5 Dollar kosten seine Bücher. In den 90er Jahren habe er schon mal 1000 Dollar am Tag verdient, aber diese Zeiten seien längst vorbei. Die Leute würden kaum noch Bücher kaufen. Seine Kunden heute nur noch ein paar Hartgesottene. Noch kann sich Kirk gerade so über Wasser halten. Aber in der reichen Nachbarschaft, wo eine 3-Zimmer-Wohnung schon mal 8.000 Dollar im Monat kostet, wollen ihn Anwohner und Luxusgeschäfte loswerden, schickt ihm die Stadtverwaltung die Polizei auf den Hals. Wenn ich mehr als 2 Fuß vom Bordstein weg bin, geben Sie mir einen Strafzettel. Der Stand zu lang, Strafzettel. Zu hoch, auch Strafzettel. Ich habe jetzt schon wieder 6 Strafzettel bekommen. Das ist doch lächerlich. Während wir drehen, kommt ein Polizist vorbei für den nächsten Strafzettel. Als er unsere Kamera bemerkt, verdrückt er sich schnell. Dass Kirk überhaupt noch da ist, hat er einer amerikanischen Besonderheit zu verdanken. Der Verkauf von Büchern auf der Straße ist durch die Verfassung, durch Presse- und Meinungsfreiheit geschützt. Und doch versuchen sie ihn zu zermürben. Immer wieder neue Strafzettel. Immer wieder der Gang vor den Richter. Wenn ich das nicht tue, wird daraus ein Haftbefehl. Und Sie haben einen Grund, mich festzunehmen. Mehr als 200 Mal war er schon vor Gericht und immer hatte er Recht bekommen, wurden die Strafzettel für ungültig erklärt. Aber heute, nach 3 Stunden Warten, ist alles anders. Die Stadt macht ernst, schickt Anwalt, Polizisten, will einen Prozess. Sie scheren sich einen Dreck um uns kleine Leute. Sie scheren sich nicht um mich, die Bücher oder irgendjemanden, der kein Geld hat. Seine Kunden am Buchstand aber halten zu ihm. Was da gerade passiere, sei völlig unamerikanisch. Er ist Geschäftsmann. Das ist doch falsch. Das ist antikapitalistisch. Er will doch nur seinen Lebensunterhalt verdienen. Für Kirk ist der Kampf gegen die Strafzettel ein Kampf um seine Existenz. Niemand kann mich hier vertreiben. Wir haben schließlich eine Verfassung. Ich werde so lange kämpfen, solange ich atme. Solange ich atme, kämpfe ich. Und ich mache das, um zu überleben und nicht aus Spaß. Sich nicht unterkriegen lassen, nicht aufgeben, auch wenn alles gegen einen steht. Kirk Davidson verkörpert diesen uramerikanischen Charakterzug, der das Land
immer wieder stark gemacht hat. Zurück am Grand Canyon. Zerklüftet, schroff, überwältigend, so wie das ganze Land. Amerika, manchmal absturzgefährdet, manchmal im Höhenflug, aber immer fähig voranzugehen. Kein Grund also für einen Abgesang. Auch nach der Wahl im November werden wir uns reiben an diesen Vereinigten Staaten, die so uneins sind wie selten zuvor. Das war unser Auslandsjournal Spezial. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.